Das heißt, wir warten nur noch auf zwei, auf Nymphia und auf Elis Guri. Der kommt ganz an der Außenseite heran mit Philipp Minarek. Alles ist startklar. Lucky Speed Hansa Preis ist in diesem Moment an der 2400 Meter Marke gestartet. Das Feld formiert sich und in gewohnter Manier strebt Nymphia sofort an die Spitze. Nymphia vor Singing an der Innenseite, Sirius, dann Vif Monsieur mit Schulz ganz an der Außenseite. Aber Elis Guri hat jetzt den besten Antritt. Und jetzt sind Sie gefragt, liebes Publikum. Unter Ihrem Applaus geht es gleich am Zielpfosten vorbei. Nymphia und Elis Guri zeigen den Weg. Dahinter sehen wir Singing. Vor Schulz an der Außenseite. Vif Monsieur aktuell in fünfter Position. Vor Sirius zurück im Feld. Galoppiert Berlin, Berlin, dann Lucky Speed. Vor Protectionist und Hey Little Girl am Ende des Feldes. So sind die Kandidaten im Wandsbecker Bogen unterwegs. Und Nymphia zeigt den Weg, hat sich an der Spitze durchgesetzt mit gut anderthalb Längen vor Elis Guri. An der Innenseite Singing aktuell in dritter Position zu finden vor Schulz. Dahinter galoppiert der einzige Dreijährige im Feld, Sirius, an der Außenseite begleitet von Vif Monsieur. Dahinter sehen wir Berlin, Berlin vor Lucky Speed, vor Protectionist und Hey Little Girl versucht an der Außenseite jetzt etwas Boden gut zu machen. So sind die Kandidaten in der Gegenseite unterwegs. Wenig Positionsveränderungen. Nymphia nach wie vor mit gut zwei Längen vor. In zweiter Position Elis Guri. Dahinter ist das Singing vor Schulz, vor Sirius, Hey Little Girl. An der Seite von Vif Monsieur. Dahinter ist das Berlin, Berlin vor Protectionist und vor Lucky Speed, der mittlerweile am Ende des Feldes galoppiert. Ausgangs der Gegenseite geht es in den Hornerbogen in diesem Moment hinein. Das sind noch knapp 900 Meter, die zu absolvieren sind. Nymphia führt vor Elis Guri, dahinter ist das Singing. Dann hat Protectionist extrem viel Boden gut gemacht an der Seite von Schulz, vor Sirius. Dann Hey Little Girl ließ sich anfassen an der Seite von Vif Monsieur. Dann ist es Berlin, Berlin und Lucky Speed ist am Ende des Feldes. Er muss alle überholen, wenn er hier in Hamburg ungeschlagen bleiben will. Aber Nymphia marschiert, es geht in den Einlauf hinein. Nymphia führt vor Singing an der Innenseite. Seite Elis Guri lässt sich anfassen, Protectionist macht Boden gut, Sirius braucht die Passage, Schulz, Vif Monsieur an der Außenseite, Lucky Speed tut sich unglaublich schwer, Singing geht nach vorne, Singing vor Protectionist und zwischen den Pferden kommt dann jetzt so langsam Sirius auf Touren von, Lucky Speed ist überhaupt nicht zu sehen aktuell, vorne ist es Singing mit Protectionist, Sirius dahinter in dritter Position, die Wöhler-Pferde sind 1-2, Protectionist mit Singing an der Innenseite, Protectionist vor Singing, Protectionist und Eddie Pedrosa werden gewinnen. Protectionist gegen Singing und dahinter ist es Sirius auf Platz 3, der sich extrem toll verkauft hat. Dann Lucky Speed, Nymphia, dahinter Vif Monsieur, Berlin, Berlin, Schulz, Elis Guri und Hey Little Girl. Vorläufiger Richterspruch, achte Rennen, Lucky Speed, Hansa-Preis. Sieger ist die 3, Protectionist. Zweites Pferd die 5, Singing. Dritter die 10, Sirius und auf dem vierten Platz die 2, Lucky Speed. Ich wiederhole, vorläufiger Richterspruch, achte Rennen, Lucky Speed, Hansa-Preis. 3, Protectionist, 5, Singing, 10, Sirius und 2, Lucky Speed.